Red mal mit deiner Tochter. Warum hast du, warum wirst du unwohl? Was los? Mutti kommt. Hallo, Saps, wie geht's dir? In den Häschenschlappen. Mhm. Das ist schon nicht mehr sexy, das ist Sibi, sag wie das ist. Für gute Noten loben, mach das mal. Klopf, klopf, jetzt gerne. Nein, Freddy, wir wollen nicht rüberkommen. Du kannst hier hinkommen, wenn du was willst. Regina Regenbogen? Kenne ich gar nicht. Ja, aber Cookie, wenn du Hunger hast, ne? Dann komm doch essen. Ich verstehe diese Katzen nicht. So, Mutti zieht sich danach mal was an. Jetzt ist es trocken draußen. Let's go. Das heißt, du gehst hier jetzt spielen und wir reiten auf Paddy aus. Wo ist Paddy? Paddy! Aufmuntern und was ist los und dann reiten wir. Mir geht, oh, mit Koronski. Gute Besserung, Saps. Erhol dich. Freddy wurde abgewiesen, ja. Freddy wurde abgewiesen, weil er immer sagt, wir sollen vorbeikommen. Aber das können wir nicht. Wir reiten zu einem intensiven Ritt aus. Let's go. Ich will doch nur fressen. Heul, heul. Du sagst mir auch einfach nicht, was mit dir los ist, ne? Mein Rücken? Unsere Enya ist ja wohl leicht wie eine Feder. Let's go. Schnalz, schnalz. So. Und Galöppel. Let's go. Hör auf zu bocken. Ich geb dir gleich Bocken. Was bist denn du jetzt so? Auf einem Pferderücken. Auf irgendeinem. Mein Rücken, heul, heul. Bin verschlossen, okay, und schüchtern und trau mich nicht. Wird eine Kacktour. Wir müssten eigentlich mal nachts ausreiten, damit sie schneller levelt. Wir könnten auch mal an einem Turnier teilnehmen eigentlich, ne? Wie macht man das denn? Muss ich dafür jetzt zu diesem Dingsbums oder kann ich das auch quasi von hier auswählen? Muss ich dafür reisen unbedingt? Alles klar, Gossi, danke, dass du da warst. Bis morgen vielleicht. Butler abbestellen? Nein, 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 nein. Wir müssen da, glaube ich, tatsächlich hin, ne? Paddy denn auch Fernlicht? Mhm. Woher hast du jetzt einen Fisch kennengelernt? Du hast mit deiner Tochter gesprochen. Ja, wobei, wir sollten vielleicht durch die Nase. Ich stell's mir gerade vor. Es ist schön. Ich habe eine Idee, Paddy. Pass auf. Dann kannst du auch mal ein bisschen was trainieren hier. Ne? Guck mal, den Baum, den verschieben wir mal, den machen wir mal weg. Den brauchen wir nicht. Wir haben hier so ein Leuchteböhm. Ein Leuchteböhm. Den stellen wir dahin. So, und jetzt holen wir Folgendes. Und zwar mal so Trainierdinger hier. Wie wär's denn mal mit so Fässern? Wo man so drum herum galöppeln kann. So nämlich. Und vielleicht auch noch ein sowas hier. Ein sowas. Können wir das? Oh, das ist aber... Das ist aber groß, ne? Das ist aber verdammt groß. Wehe, ich sehe ein Höhö im Chat. Wehe. Das müsste eigentlich hier hin und die Fässer müssten dann woanders hin. That's what she said. Okay, dann müssen die Fässer hier hin. Der Baum dann hier. Und der Leuchteboom.
wir haben ein zu kleines Grundstück. Ich habe gesagt, ich habe noch gesagt, Freunde, das ist ein sehr, sehr kleines Grundstück, ne? Aber ihr wolltet ja nicht hören. Ihr wolltet nicht hören. Ihr wolltet ja unbedingt umziehen. Mal gucken, ob das alles so funktioniert. Meine Ö geht gerade nicht. Wir können hier mal intensiv trainieren. Nach dem Ausritt noch. Paddy wird jetzt richtig gefordert. Hallo Marv, wie geht's dir? Paddy wird richtig, richtig gefordert jetzt. Da kann er so traurig sein, wie er will. Wir trainieren jetzt und dann holen wir uns Gold. Hake, Hake. Klingt wie meine Mutter in der Schule. Du wirst jetzt richtig gefordert, Paddy. Komm. Hartes Training, let's go. Ich sagte hartes Training. Steigst du bitte auf? Paddy, hör auf, so traurig zu sein. Was ist denn los mit dir? Er trainiert selbst. Letzte Weihnacht, ich gab dir mein Herz, doch am nächsten Tag gabst du es weiter. Er trainiert dies von selbst. Dies Jahr bewahr ich mich vor Tränen und gebe es wem Besonderen. Da 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 da. Es ist immer wieder schön. Ich trinke gleich, dankeschön. Bin leider krank. Oh, gute Besserung, Marv. Erhol dich. Erhol dich. Mir geht's wieder besser, dankeschön. Was hat's gebracht? Nicht. Die Füchschen fürs Füchschen sind fertig. Muss sie noch aufs Blatt bringen und anmalen. Wollte mich mal bedanken für die schöne Ablenkung. Mein Kopf ist auch endlich ein bisschen besser. Oh, sehr schön, Ivy. Das freut mich. Das freut mich sehr. Werde jetzt nach einem Dreivierteljahr meinen Laptop mal wieder anmachen, in der Hoffnung, dass ich vom Sofa aus auch ein bisschen spielen kann. Oh, das wäre schön. Das wäre richtig schön. Na, hallo Sam, wie geht's dir? Und dankeschön, ich trinke. Ich möchte bitte die Vollversion auf Spotify. Ich würde mir auch eine Platte davon holen. Paddy, jetzt sag mir endlich, was los ist. Wir müssen darüber sprechen. Paddy ist eingesperrt und traurig. Paddy ist eingesperrt. Und traurig deswegen. Eingesperrt. Eingesperrt. Er steht draußen und schläft. Paddy, wo bist du eingesperrt? Was ist mit dir? Was ist mit diesen Pferden in Sims eigentlich los? Im Knast gibt's auch Freigang, zwinker, zwinker. Last Christmas Schlagerversion? Nein. Das ist die Cori-Version, die beste Version von Last Christmas, die es gibt. Also was machst du jetzt, Kind? Du gehst aufs Klo. Okay. Never mind. Das darfst du. So, was könnte denn die Mutti jetzt mal machen? Sie ist geritten. Um ihr Leben. Wir müssen mehr Tiere finden, mit denen wir uns anfreunden können, übrigens. Aber hier läuft jetzt irgendwie nichts mehr rum. Geschehen ist alt geworden. Na Mensch. Geh mal Frösche suchen und graben, bitte. Na, no. Dankeschön, Puma, für Schneegestöber. Der Klepper ist eingesperrt. Eingesperrt!
Jetzt ist aber gut, Paddy. Können wir jetzt mit dir trainieren? Ich möchte das bitte jetzt mal machen. Paddy, ich will mit dir trainieren. Let's go. Ja, aufsteigen. Genau, und jetzt intensiv trainieren. Wir trainieren jetzt, Paddy. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Wie schön mit dem Schnee. Ja. Und die Weihnachtskanone. Piu. Was machst du denn für Geräusche dabei, Enya? Hör doch mal auf. Oh, da hüpft eine Patty. Boing, 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 boing. Sie guckt zu. Es ist so süß. Nicht umkippen lassen. Das wäre schlecht. Wer ist das? Oh, das war einer der Daddies. Die Schafis sind auch anders niedlich, das stimmt. Wieso bist du wieder unwohl? Was ist da los? Wie geht's eigentlich unseren Katzen? Ich glaube, ihm geht's gut hier, ne? Der lebt seinen Traum. Da kannst du nichts sagen. Der ist richtig happy gewesen jetzt. Ist so ein Süßi. Oh no. Cookie ist umgefallen. Mudget frisst Müll. Alles wie immer. Kannst du eigentlich mal hingehen und belehren? Was macht Romeo? Romeo sitzt. Romeo sitzt und hasst die Welt. Wie immer. Finde ich gut. Komm, ja, guckt. Er hasst einfach alles. Mudget frisst jetzt keinen Müll mehr. Das ist schön. Er hat gelernt. Ich bin so stolz. Und wie süß ist dieses Bild gerade, bitte. Moment. No, Amorada, Hallöchen und vielen Dank für 24 Monate. Das sind 2 Jahre. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dieses Boing Boing ist auch maximal süß. Ist so. Amorada, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Sympathisch, dieser Romeo. Oder Simba? Und Hallöchen, wie geht's dir? Paddy hat schon Level 2 der Bewegungsfähigkeit bekommen. Und ist schon wieder traurig. Natürlich ist er das. Natürlich. Was auch sonst. Er hat auch keinen Spaß. Nein, er hat keinen Spaß. Generell ist alles ganz furchtbar. Und es ist ein ganz armes Pony. Und ich glaube, unsere Tochter sollte vielleicht mal langsam ins Bett, weil wir haben schon 10 Uhr und morgen ist Schule. Der hat richtig, richtig dolle Hunger. Deswegen würde ich sagen, er saugt mal hier den Butler aus. Yes. Und danach geht er duschen. Wir haben uns gar nicht mehr um die anderen gekümmert. Wir haben heute wirklich nur auf Paddy und Enya geschaut, ne? Wir lassen Enya jetzt vielleicht noch einmal aufleveln und dann ist gut. Richtiger Pickup-Gaul ist so. Dir geht's gut, das freut mich, Simba. Mach das, Cori, mach das. Danke für dein Glück. Bin erkältet und nur gute Besserung, Amorada. Mir geht's besser. Der Start war ein bisschen schwierig, aber jetzt geht's besser. Was ist diesmal los? Wir steigen ja schon ab, Herrgott. Ich will ja absteigen, aber Sims lässt mich nicht. Dieser Blick beim Pinkeln. Habt ihr den gesehen? Er war so. So, jetzt können wir dir noch den Hals kraulen. Oder du gehst direkt. Das geht auch. Dein hübsches Pferd. Oder unser Paddy ist schon sehr hübsch. Die lange Mähne ist CC. Übrigens. Die, mir waren die Mähnen in Sims 4 irgendwie zu kurz. Findet man eigentlich aber auch sofort, wenn man nach Sims 4 Maxis Match Pferde-CC googelt, glaube ich, war das. Mehr hatte ich gar nicht eingegeben. Und dann war das direkt ganz, ganz vorne mit dabei.
So, wo ist jetzt Cookie und warum geht's ihm nicht gut? Was ist los? Was macht unser Daddy? Schuldgefühle wegen Plasma trinken. Madame Mim, vielen, vielen Dank für deinen Prime im 3. Monat. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Werde ich mal suchen? Mach das, Simba, mach das. Ich finde die sehr, sehr schön gemacht. Glitscht ein ganz kleines bisschen, muss man sagen. Manchmal, aber nicht so schlimm. Gar nicht mal so schlimm. So, was geben wir ihm denn noch? Das hier können wir alles nicht geben. Stark ist er schon. Solltest du die zarte Haut und weichen historischen Hände von Valentin schonen und ihn stattdessen andere mit Putzen und Reparieren beauftragen lassen? Ja, das klingt nach ihm. Suli Suli, unsere kleine Tanzmaus hier oben. Da ist er wieder. Da ist er wieder, die kleine Tanzmaus. Okay, wünscht sich ein hübsches, sauberes Katzenklo. Cookie, ich will nichts sagen, ne? Geh mal hier rein gucken. Cookie, guck mal. Das ist schon okay. Ja. Er heißt wie mein Haustier. Wir haben den aus dem Tierheim, der hieß schon so. Der war aber ein ganz kleines Baby. Jetzt gibt sie sich aber Mühe. Ich mach gar nichts, das macht sie freiwillig alles, ne? Ich meine, ich find's gut. Es ist so süß, ich kann nicht mehr. Es ist so, so süß. Send help. Aber er muss halt Pipi. Lass ihn mal runter. Er muss Pipi. Geh schnell Pipi machen. Los. Hier ist noch eins frei. Ach, Cookie. Wieso ist hier eine Pfütze in meinem Schlafzimmer? Ich möchte das, glaube ich, gar nicht wissen. Jetzt geht Cookie aufs Klo, hoffe ich. Ja. So essen die Katzen von meinem Dad. Oh, wie süß. Ich bin immer noch so stolz auf ihn. Das kannst du auch sein. Nein, lass Cookie jetzt alleine auf Toilette. Sein Rücken ist wieder ein bisschen hairy. Swoosh. Oh, Astarion kommt vorbei. Das ist schön. Dann können wir vielleicht wieder ein bisschen kämpfen und so. Befehligen, gemein sein zu, trainieren, sitzen, reparieren, putzen, zu gehen. Oh, nice. Komm, geh mal hier, macht mal Vampirkampf, bitte. Let's go. Dürfen wir jetzt? Macht ihr jetzt? Ja, jetzt machen sie endlich einen Kampf. In Trainingssachen. Wieso verwandelt er sich eigentlich immer in die Vampirform und er nicht? Ich muss da mal ganz kurz pausieren. Ich möchte davon bitte einen Screenshot haben. Das ist ja großartig. Vor allem Paddys Blick hier hinten auch noch. Das ist ja wundervoll. Ich muss da mal ganz kurz. So, okay, weitermachen. Oh nein, Astarion hat gewonnen. Schön, sehr schön. Das war doch wunderbar. Dann bitte ihn nochmal um Vampirtraining, bitte. Mutti strickt sich hier wieder die Finger wund. So, gib's ihm Nachhilfe? Das ist bescheuert. Beim schönen Wetter draußen, Schnee zum ersten Advent. Bei uns ist leider kein Schnee. Aber ich freue mich, dass bei euch Schnee liegt. Das ist sehr, sehr schön. Reiner ins Klöchen. Ja, genau. Genau. Das finde ich ja auch so süß, ne? Wie die immer so wiggle, wiggle, wiggle. Und dann hüpfen die da rein.
Canara. Ja, schön weiterüben. Vampirwissen teilen, über Plasma-Aromen reden, an normales Leben zurückdenken. Das hatte Astarion nie. Astarion wurde schon so geboren. Das ist ja einer unserer Söhne. Der hat ordentlich Muckis gekriegt hier, ne? Und nicht Romantik. Unser Daddy hier. Vampir sieht echt krass cool aus. Den hat die liebe Mademoiselle hier aus dem Chat gebaut. Das war nämlich einer, wir hatten ja vorher die 100-Baby-Challenge gemacht. Und das war eigentlich ursprünglich einer der Daddys für unsere 100 Kinder. Und die liebe Mademoiselle hat uns ihn hier gebastelt. Ich finde ihn auch sehr, sehr cool. Der macht sehr hübsche Babys, muss man sagen. Wir haben von ihm 4 Kinder insgesamt. Und eine zum Beispiel wohnt hier auch noch. Das ist die Valentina hier. Und die ist richtig, richtig süß. Und die anderen, die schon groß sind, die sind alle hübsch geworden. Es ist kein einziges irgendwie, wo wir sagen mussten, oh, da müssen wir eine Tüte drüber ziehen. Das geht so nicht. Das kann so nicht rumlaufen. Ah, du kannst keine dunkle Meditation machen. Aber du kannst Punkte ausgeben. Schon wieder. Soll er Vampirerschaffung lernen, damit er Enya eventuell mal zum Vampir machen kann? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist ein Ding. Weil Enya muss ja auch noch mal zum Vampir werden. Sie muss ja alles lernen. Mit Ausrufezeichen Alleskönner seht ihr, was wir gerade machen wollen mit ihr. Okay, dein Sohn kommt rein, du gehst. Cool. Kannst du ihm auch mal einen Wohnungsschlüssel geben, bitte? Das hast du immer noch nicht gemacht. Mudi. Also echt. Was ist? Genau. Und ein Rad geben. Und mal den Tag verschönern. Und umarmen. Krass, oder? Wir wollen das schaffen. Sie hat schon ganz, ganz viel. Hier sieht man, was sie alles schon kann. Sie hat schon sehr viel hoch. Aber ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn man so ein 100%-Sim hat. Das habe ich noch nie geschafft. Ich habe immer angefangen, aber das nie durchgezogen. Und ich glaube, on Stream geht das besser. Also ich habe ja auch die 100-Baby-Challenge privat ganz oft versucht, aber nie geschafft. Und on Stream ging es dann. Ich habe die Hoffnung, dass das dabei auch so ist. Ich glaube, ich müsste dann aber auch das neue Pack dann irgendwann mal dazu holen, damit wir auch wirklich alles machen können. Weil viele Sachen sind ja da dann auch wieder mit drin, ne? Ich habe zwar alles andere, nur dieses eine Pack würde dann fehlen. Je nachdem, wenn da auch eine neue Fähigkeit bei ist, dann müssen wir die natürlich auch noch machen, ne? Gehört ja dann dazu. Ach, er nimmt sich jetzt den Obervampir zum Lesen. Hat er den noch nicht? Nur nicht klauen, das war 1000 Simoleons immer. Habe ich auch noch nie gemacht, aber meine Mega-Idee. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung. So, wir haben 5 Uhr morgens. Heute ist wieder Schule. Das heißt, unser liebes Töchterchen geht jetzt hier mal duschen und zur Toilette und so. Was man halt im Bad so macht, nicht wahr? Da läuft sie. Sie ist auch die erste Tochter, die wir nicht im Drillcamp großziehen müssen. So wie ihre 101 Geschwister. Da war es ja wirklich nur als Säugling 3 Meilensteine erreichen, als Toddler eine Fähigkeit maximieren. Das war meistens das Sprechen, also das Brabbeln mit diesen großen Stofftieren, geht das ja rasend schnell. Und dann als Grundschüler 1er-Note und als Teenager 1er-Note und dann raus, weg.
dann waren die fertig. Und jetzt bei ihr haben wir wirklich endlich mal Zeit, auch mal zu spielen, auch mal das Gameplay mit Kindern zu spielen und so. Und nicht nur geht brabbeln. Ja, genau. Geht brabbeln. Das war ja mein Standardsatz hier. Danke für deinen Lurk, Porsi. Kannst mal hier Süßholz raspeln. Ihr könnt mal ein Techtelmechtel in der Dusche machen. Los geht's. Ribalfa George. Brüllst du ihm das jetzt so rüber, oder? Ey, wie wär's mit dem Techtelmechtel in der Dusche? Was sagst du dazu? Noch ist die Kleine zwar da, aber kein Thema. Ja, können wir machen. Ja, gut, alles klar, dann treffen wir uns da. Sehr schön. Viel Spaß. So, die sitzt hier unten mit ihren Waffeln. Warum? Ich mach schnell Feuer auf den Ofen. Holz. Sehr schön. Sie ist immer wuschig in seiner Nähe. Immer. Soll er die Veränderung annehmen? Fröhlich? Haben wir ihn geheilt? Wir haben ihn geheilt, Vicky. Wir haben ihn gefixt. Wir haben ihn gefixt, Vicky. Er will fröhlich sein. You did fix him? I fixed him. Hallöchen, Mausi. Schön, dass du schreibst. Wie geht's dir? So, das hier machen wir. Das hier machen wir. Dann nehmen wir das mal an. Was ist denn jetzt dafür weggegangen? Er ist immer noch kleptomanisch, er ist immer noch Snob, er ist jetzt familienbewusst und fröhlich. Er kriegt immer mehr neue Sachen. Familienbewusst hatten wir letztes Mal angenommen, weil er sich das gewünscht hatte. Sehr gerne, Mausi. Sehr gerne. Wir sind von der 100-Baby-Challenge in die Alleskönner gerutscht. So, der Butler hat keinen Spaß. Ja, schade. Bist ja auch nicht hier, um Spaß zu haben. Bist hier, um zu arbeiten. Valentina muss gleich in die Schule. Dann ist ja noch ein bisschen Zeit, um hier zu spielen. Warum stinkt das Huhn? Warum stinkt dieses Huhn? Wir werden es nie erfahren. Wofür haben wir eine Ranch-Hilfe, wenn die Hühner stinken? Warum stinkt das Huhn? Dann machen wir das halt sauber. Und Cookie ist schon wieder unwohl. Eieiei, was ist denn los? Und wir gehen mal fragen. Ich glaube, meine Maus geht leer. Ich muss sie mal anschließen. Oh, Patty! Wir müssen ein neues Patty-Schaf kaufen. Ja, nun. Wir kriegen ja gleich direkt ein neues. Cookie hat Hunger. Ja, Cookie, dann musst du essen. Du stehst doch direkt neben dem Futter. Cookie ist ein bisschen dumm, habe ich das Gefühl. Ich glaube, Cookie ist ein bisschen dumm. Hallöchen, Dominik, wie geht's dir? Dir geht's gut, das freut mich. Warte, ich muss eben ein schwarzes Schaf kaufen. So. Ein neues schwarzes Schaf und das benennen wir auch mal ganz schnell. Das ist nämlich dann Patty die Zweite. Patty die Zweite. So. Und in Welt platzieren. Durch Ubisoft spiele ich in der Cloud Assassin's Creed Mirage. Ganz viel Spaß dabei. Ganz viel Spaß dabei. So. Wir haben wieder bunte Eier. Das ist schön. Ist denn heute schon Ostern? So, jetzt dürften die Hühner bald nicht mehr stinken. Das ist schon sauber. Das Lama ist sauber und happy. Wie geht's Paddy? Wo ist Paddy? Hygiene. Da gehen wir mal das Fell bürsten und die Hufe säubern.